So, ein frisches und ausgeruhten 7 Uhr guten Morgen wünsche ich euch allen. Denn wir haben 7 Uhr, wir brauchen noch ein bisschen was Fleisch, würde ich sagen. Wir brauchen nicht mehr so viel, wir müssen die auf jeden Fall da oben stellen. Und dann, ja, denke ich mal, wird's was. Brauchen auf jeden Fall wieder Bambus. Dann können wir die aber abschlagen erstmal. Warum sind da 7 drin? Man weiß es nicht. Na, da habe ich auch noch welche drin, dann nehme ich die nämlich auch noch direkt mit. Also ich kann mir manchmal vorstellen, wenn sobald die Eingeborenen hier ankommen, werde ich die gar nicht beachten, wenn die so angeschlichen kommen. Weil ich dann denke, das sind Pikaris hier oder wie die nun mal heißen, Wildschweine. Normalerweise kommen die eigentlich auch von da. Die gehen hier normalerweise Patrouille hier durch. Aber irgendwie haben die momentan keine Lust. Die sind schon bedient. Also viele Bambusstäbe haben wir hier nämlich nicht mehr. Das dürfte der letzte Rest sein, eventuell noch da hinten drin. Ja, da haben wir noch einige. Manchmal schwer zu treffen. Könnte natürlich auch die Folgen ein bisschen kürzer machen. Ist da hinten ein Gebäude? Nee, ne? Nee, da ist nur hier Müll. Glaube, ich werde beim nächsten Mal nochmal zum Abschluss dann nochmal die Herausforderungen machen. Werde ich euch da einmal hier mitnehmen. Machen dann pro Folge noch eine Herausforderung. Und ich denke, das ist dann so erstmal der Abschluss. Falls ihr auch Fragen sind zu dem Spiel, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Zur Not könnt ihr auch das Tutorial angucken. Also ich habe hier ein paar Tutorials gemacht über das Spiel. Könnt ihr ja auch mal reinschauen. Wenn ihr das nicht schon getan habt. Dürften dann aber auch die letzten Bambusstäbchen sein. War denn hier? Sag ich doch. Ich habe den doch extra hier hingestellt.
Kannst du noch da tun? Danke. Danke. So, dann wird schon wieder eine Fuhre voll. Geht ja hier ratzfatz, ne, mit dem Bambus. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, immer mal ein bisschen rumzulaufen und dann wieder hierhin zurück, ein bisschen bauen, wieder rumlaufen, bauen und sowas, aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt hin sollte. Ich weiß nicht, ob mir noch was fehlt oder so. Ja, keine Ahnung, wa? Keine Ahnung. Mein Plan, aber davon viel. Ach, guck mal, die zwei sind schon sehr gut gediehen. Können wir die da unten nämlich nachher abreißen, abschlachten da die zwei und machen da dann Dinger draus. Da wir ja gerade in der Regenzeit sind, wird das Wachsen noch sehr schnell gehen. Ich warte aber erstmal, bis hier Bananen sind. Wieso ich das nicht hier direkt von Anfang an gemacht habe, hier mit den Maximum nehmen, das weiß ich auch nicht. Aber guck mal, ich glaube, da sind wir schon durch, ne? Na, noch einmal vier Stück. Dann geht es wieder ans Dingens holen. Wo mache ich denn hier die Leiter finden für nach einer Höhe? Vielleicht mache ich ja dann noch eine Höhe. Schön, wenn man die auch Maximum reinlegen könnte. Sechsunddreißig Stück haben wir noch. Und kurz mein Öhrchen jucken. Was brauchen wir dann? Sehr viele Seile. Ach ja, leider kann man die ja nicht da rein machen. Könnte ich denn hier eigentlich? Kann ich auch sowas hier so ein. Nee, warte mal, war ja ein Lager. Das wäre mal richtig geil, hier so ein Lager drauf bauen. Aber das geht nicht. Wir haben ja noch genug hiervon. Damit hätten wir meine schon mal fertig haben können. Wenn ich dann die Stock reinlegen darf, danke.
So, das war es schon. War das für drei? Ich habe gedacht, das wären vier, fünf. Ja, manchmal. Wohl. Achso, das ist ja der fünfte, liegt ja hier. Super Ingo. Ja, von den Feuerbrettern haben wir auch erstmal eine Menge. Ist er schon wieder todmüde? Habe ich wieder zu viel gebaut? So, ich glaube, die werde ich dann noch machen. Würde die dann schon mal aufstellen. Dann eventuell, wenn wir dann mit der Runde durch sind, mal werde ich die wohl mal voll machen, so offline. Wobei wir sie jetzt auch nicht mehr brauchen, so viel. Vielleicht baue ich ja noch was oben drauf. Wer weiß das schon? Ich brauche ja eventuell noch ein Türmchen. Also ein, zwei Türmchen, ein, zwei Höhentürmchen. Und damit wir dann auf den hier drauf kommen. Machst du denn? Machst du den jetzt wieder her? So, das war's, ne? 2, 3, 4, da bräuchte ich noch. Ach, ich habe vergessen, noch eins zu. Oh, toll, hab ich vergessen, ins Fleischding zu legen. In den Fleischtrockner. Muss doch noch Lehm machen mal. Hätte ich keine Asche mitgenommen, war ja klar, ne? Für die ganzen Kätzchenzähne in der Tasche, die brauchen wir eigentlich auch nicht. Boah, ey, Junge, schreck mich doch nicht so. Ach, das war's. Bananen braucht der Kerl. Bananenfleisch. Ich glaube, hier oben setze ich gleich erstmal, wenn ich hier eine fertig habe, setze ich da schon mal an den Trockenständer hin. Weil es scheint so, als wenn der das nicht so schnell genug getrocknet bekommt. Ich kann das hier schon mal anzeichnen.
Hier war das, glaube ich, drin, oder? Ne, dann war das hier drin. So machen wir das dann. Ich habe keine Seile mit. Schade. Ich muss hier eh noch mal da hinten rum. Wie ein Banana, ne? Es ist ja auch noch durstig. Komm, weißt du was? Zwar noch 45, aber ist ja nicht so schlimm. Die Hut ist wieder voll. Ingo, super Ingo. Wo bist du nur hingelaufen? Das war jetzt die Antwort. Wenn du meinst, dass er weggelaufen ist, weil er resten muss. Dann lasse ich dich mal in den Glauben. Ich bin gestern an zwei Telekom-Mitarbeiter, nee, nicht Telekom, oder doch, war es Telekom? Doch, war Telekom. Telekom-Mitarbeiter vorbeigelaufen. Die waren hinter so einem Gebäude, so einem Zwischengang, standen die rum und der eine hat, glaube ich, so getan, als wenn er am Telefonieren wäre. Und die waren am Gras rauchen. Das ist unglaublich. Telekom-Mitarbeiter, die sich das erst mit Gras rauchen schön machen müssen, die Arbeit. Aber da fehlt noch eins. Ich glaube, das mache ich mal ohne euch voll. Wie viel haben wir denn jetzt? Schon 18 Minuten, da kann ich noch ein bisschen sammeln. Wer stellt eigentlich die immer falsch rum? Das können ja wieder nur hier Hans und Franz sein. No, ich stelle die beiden jetzt mal Hans und Franz. Wer ist, könnt ihr dich aussuchen. Dann bin ich schon drin. Armer Junge, bist du müde? 1, 2, 3, 4. 3, 3, 4. So, ich glaube, wie gesagt, wenn ich jetzt gleich Feierabend mache, sozusagen, dann werde ich die hier nochmal voll machen, damit wir dann genügend Seile haben bis zum nächsten Mal. Und, ach, ich bin noch gar nicht fertig, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Erst 19 Minuten und so früh will ich dann auch wieder nicht Feierabend machen, ne? Da wird zwar noch andere mehr Folgen aufnehmen. Aber ich glaube, das macht den Braten hier auch nicht mehr fertig. Da werden trotzdem keine anderen mehr hier rumpoltern von den lieben Kollegen hier. Aber die können wir mal sagen, wer die Seile hier weggelutscht hat hier. Günther, warst du das? Günther, hörst du auf damit? Ja, genau.
Nächste sind nämlich gar keine mehr. Kann es sein, dass das so ein Brunnen ist, wo nachts die Pikari-Jungtiere rumlaufen? Mit ihren Eltern? War das? Ein fallendes Blättchen oder was? Jo, Kollege. Wird sofort erledigt. Mach mal Nachtarbeit. Bauen wir nachts weiter. Jam, 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 jam. Also die Gehege bleiben ja auch so. Die habe ich extra so hingestellt. Da sind nämlich schon gerade, da kann man hier nämlich noch immer noch durchgehen. Und dahinter kommt dann die Mauer hin. Die Mauer muss weg. Wollen wir noch 8, 16, 24, 24 Seile noch. Ich glaube, die schaffen wir noch, oder? 24 Seile ist doch nix. Kann ich euch noch mal zeigen, welcher das dann noch ein Trick funktioniert. Das 10 durchhalten, Junge. Ich extra hier zum Vogel, damit ich weiß, wo die sind. Hallo? Ich hoffe nicht, dass die despawnen in der Zeit. So, und jetzt noch 10 Stück kriege. Wie war das? Noch 10 Stück. Aha. Sind nirgendwo mehr Seile dran. Was macht ihr mit den Seilen? Könnt ihr mir das mal verraten, bitte? Könnt ihr mal welche übrig lassen? Ich brauche die noch. Die Schmecker von Eggert.
Mehr vom Meiste. So, und jetzt hier runter war das, glaube ich. Das ist ja Probe, die spawnt ist, ne? Ich stehe nie wieder. Was ist hier? Wenn jetzt die Eingeborenen kommen, ne, dann prügel ich die Windel weich. Na, 5 Stück müssen das sein. Dann nehme ich nochmal die wieder alle raus. Weil dann kann ich die nämlich jetzt alle da oben reinpressen. Den letzten 4. Dann haben wir das nämlich auch und dann machen wir beim nächsten Mal den Rest weiter. Dann haben wir das alles hier geschafft. Hallo? Dann haben wir die zweite Etage nämlich auch fertig. So. Ich hoffe mal, dass die hier richtig stehen, dass die das so. Ich glaube, ich muss die weiter vorziehen. Die stehen nicht ganz im Trocknen. Muss ich dann später mal gucken. Dann seid ihr fertig? Ja, ist ja schön. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt Green Hell. Beim Pobra mit dem Haus zu Ende Bau. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns. Bis übermorgen. Tschüss.